Ein flauschiges Hallöchen, die Süßen, und willkommen zurück zu Hades. Wir haben uns unser Schwert geschnappt, denn da bekommen wir wieder ein bisschen mehr von den Tränen. Und dann gehen wir mal los. Ich freue mich darauf, wenn das Schild dran ist, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, ob wir damit schon die Megäre besiegt hatten. Theoretisch müssten wir. Also rein von dem Blut, das wir gefunden haben. Goddess Athena. Haben wir eigentlich Athene schon ein Geschenk gemacht? Oh, das habe ich jetzt... Ich bin mir nicht sehr... Oh, warte mal, doch, wir können ja nachgucken. Ich bin ja, nee, wie wäre das nochmal mit dem Kodex? Wie ging das nochmal mit dem Kodex? Oh Gott, das ist lang her. Ich weiß es gerade nicht mehr, verdammt. Okay, dann gebe ich erstmal kein Geschenk, weil ich nicht weiß, ob wir ihr nicht schon mal was gegeben haben. The one called Nyx. She is your mother, as I understand. We Olympians rarely consort with the Chthonic gods. Though Nyx herself reached out to me about your plight and I was spurred to act. Das ist sehr freundlich von dir. Okay, dein Angriff ist kraftvoller und kann ablenken. Das klingt besonders gut. Nehmen wir das doch. Divine Protection. Ich sehe da vorne schon diese kleinen. Gegner. So. Da war schon das erste Essen in der Urne. Sehr schön. Huch. Ah, da lebt hier noch einer. Ja, das habe ich jetzt ja gar nicht mitbekommen. Ich dachte, wir wären fertig. Okay, jetzt sind wir aber fertig und wir dürfen uns wieder schöne Edelsteine verdienen. Indem wir Edelsteine schlagen. Schön. Meine, das war sicher nicht mehr. So. Und wir sind fertig. Ja, das ging ja gut. Sehr, sehr schön. Dadurch, dass ich jetzt zwischendurch so eine lange Pause habe und auch mit dem Schwert schon so lange nicht mehr gekämpft habe. Ich würde mal Ares nehmen, denn momentan haben wir... Das wäre natürlich schön, aber wir haben eine Nahkampfwaffe, also nehme ich einfach mal Ares. Den Kriegsgott. Ihm könnten wir eventuell ein Geschenk machen. Bei Ares könnten wir das tatsächlich vielleicht versuchen. Da sind wir schon wieder durch. Ja, das läuft besser als wir. Doch, Ares machen wir einfach mal ein Geschenk. Denn ich glaube, bei Ares hatten wir das. Wir sind ihm allgemein relativ selten begegnet. Von daher. Lord Ares, please accept this offering for giving me such strength as necessary to succeed. You are a flatterer, my death-inflicting kin. And I am feeling generous as well. So here, a small token for you of my affection. Vielen Dank. You have my thanks, Lord Ares. Blutfiole? Das klingt gut. Es könnte Leben bedeuten. Na gut, aber jetzt erstmal krallen wir uns eine Gabe. Nein, krallen. Wir lassen uns eine Gabe von ihm überreichen. You bear the blessing of Athena, yes. She would protect you from your enemies, whilst I would rather that you slay them and be done. Ja, ich fürchte, ums Schlachten und dahinschmetzeln kommen wir sowieso nicht rum, also. Spurt. Nachdem du verletzt bist, kannst du Gegner in der Nähe Verderbnis darauf beschwören. Gegner getötet hast, fügt dein nächster Angriff oder deine Spezialität mehr Schaden. Oh, wow, 100% mehr. Oder Verderbnisschaden, das ist natürlich auch gut. Spurt beschwört in einem... Sogschadenige Treffer, das wäre natürlich auch interessant. Ich bin aber tatsächlich am überlegen, Rachefluch oder Blutrausch. Dafür müssen wir eben erst was töten und dann macht unser nächster Angriff sehr viel mehr Schaden. Das Problem ist, ich überlege halt immer bei den Bossen. Was haben wir da? Bei den Hydras wäre das natürlich sehr schick, weil wenn wir da diese kleinen Viecher töten und dann auf den Kopf zum Beispiel losgehen, falls wir so weit kommen, wäre das sehr praktisch. Bei den Megären beziehungsweise den Irinien, das kommt drauf an. Bei Alecto hatten wir, glaube ich, Ads. Bei Meg haben wir Ads. Bei Tisiphone haben wir, glaube ich, keine. Das heißt, da würden uns das zum Beispiel nichts wirklich bringen. Nachdem du verletzt wirst, kannst du Gegnern in der Nähe...
Ich nehme aber trotzdem mal den Blutrausch, denn ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir... This means war. Ich hoffe einfach, dass uns das allgemein mehr bringt. Weil bei den allermeisten Kämpfen haben wir eben Ads. Und wir sehen hier sehr schön, wann wir diesen... diesen Segen tatsächlich haben. Außerdem hoffe ich ja, dass wir meistens auskommen, ohne dass wir verletzt werden. Also das ist ja eigentlich der Idealzustand, dass wir durchkommen, ohne dass wir irgendwie Angst haben müssen, dass wir verletzt werden. So, das hat es nichts. Extra Leben. Das klingt nach einem guten Lauf bisher. Also ich will nichts jinxen, indem ich heraufbeschwöre und zu optimistisch bin. Aber mehr Schaden machen klingt schon mal... Also bisher haben wir eigentlich gute Gaben abbekommen. Wir machen... Ja doch, das... So, da ist unser... Und 25 Leben erhalten. Perfekt. Hier könnten wir theoretisch einkaufen. Wir können mal gucken. Wir haben nicht allzu viele Münzen. Aber anders als sonst oft brauchen wir gerade auch keine Heilung zu kaufen. Von daher, mal schauen. Let's see. Hauch des... Oh, das klingt doch gut. Das will ich nicht. 10% leben wir schon, aber wir nehmen jetzt einfach das hier. Den Rest können wir uns oben nicht leisten. Aber direkt mal ein paar Tränen, das ist doch eigentlich ganz gut. Und wir bekommen heute ja sowieso mehr. Ja, den haben wir da gerade voll in die Falle reingeschubst. Schaden genommen. Ha. Da wäre ein Chaos-Tor. Hoffen wir einfach mal, dass wir hier Essen finden. Tada! Und schon geht es uns sehr viel besser. Immerhin fehlen jetzt nur noch 5 Leben. Und ich meine, das hätte jetzt halt bedeutet, wir hätten einmal einen Vorteil gehabt. Einmal einen Vorteil gehabt, weil wir quasi verletzt worden sind. Davor war das alles nicht. Da würden wir, glaube ich, das ausgeben können. Dann nehme ich doch mal Dionysos. Einfach, weil wir haben nicht viele Münzen. Ready, Lance? Good. Okay, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Muss aber auch sagen, der Typ da ist nicht mehr so gesund. Und da ist er weg. That's what you get. 5 Schaden haben wir genommen. Ich glaube, es bringt tatsächlich mehr. Also wir hatten jetzt zwar auch von... Hey man, I heard Athena had a word with you already, yeah? She's cool though, once you get to know her. Here, I got something that ought to suit her style. Dankeschön. Deine Spezialität bringt Gift mit sich, Wurf, Spurt. Ja, das ist die Frage. Alle Giftschaden 6, alle 0,5 Sekunden. Wurf benutze ich ehrlich gesagt einfach nie. Dein Spurt setzt Gegner in der Nähe des Ausgangspunktes Gift aus. 3 Giftschaden. Dann nehme ich, glaube ich, mal die Spezialität, denn die benutzen wir dann doch ein bisschen öfter. Let's liven things up. Das hier. Und dann gucken wir mal. Ob ich Glück habe und noch was zu essen finde, dann hätte sich unser Leben nämlich schon wieder komplett aufgefüllt, wenn hier irgendwo ein bisschen Unterwelt-Fastfood zu finden wäre. Ansonsten können wir schon mal überlegen, was wir machen. Ich glaube, wir gehen dahin, wo das Hämmerchen ist. Da kriegen wir nochmal eine... Hier würden wir von Sisyphos irgendwas bekommen. Hier... Ja, hier kriegen wir halt tatsächlich nochmal einen schönen Vorteil. Dann machen wir mal das und versuchen es zumindest... Wir haben 3 Schaden genommen. Nicht schön. Oder? Diese kleinen Totenschädel, die gehen wir jetzt irgendwie ein bisschen auf die Nerven. Ich sollte unseren Spezialangriff auch öfter benutzen. Ja, das hat jetzt doch schon ein bisschen mehr wehgetan. Let's go, Stygius.
Dein Angriff wird durch einen großen Hieb ersetzt, der 90 Basisschaden zufügt. Dein Angriff fügt 200% Schaden zu, wenn du Gegner hinterrücks triffst. Oder fügt einer Rüstung 300% Schaden. Das heißt, diese ganzen Viecher, die geschützt sind, die können das im Prinzip vergessen, weil wir die Rüstung super schnell runterprügeln. Das ist alles so verlockend. 90% Basisschaden ist super. Schattenschlitzer ist... Das wäre das Einzige, wo ich vielleicht am Überlegen wäre, weil ich da erst dran denken müsste, hinter die Leute zu rennen. Aber dann machen wir 90 Basisschaden. Komm. A blade fit for a god. Oh je, das ändert... Oh, ich wünschte, ich könnte die Sachen manchmal vorher ausprobieren. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen anders vom Angriff her. Aber 90 Basisschaden, das sollte einiges mehr sein als unser normaler Angriff, von daher. Ja, ich bräuchte nur was zu essen, bitte. Nein? Na gut. Okay, ein Schlüsselchen für uns. Wir werden es schon überleben. Ich hätte das andere nehmen sollen, glaube ich. What? There you are. Lass das doch. 45 Sekunden überleben, ja. Meine. Stay dead next time. Also, es ist ungewohnt, damit anzugreifen, aber ich muss schon sagen, wir machen verdammt viel Schaden. Ich sollte mal echt aufpassen, wo ich bin. Wir hopfen halt so in die Gegner rein, ne? Oh Gott, ja, ich sollte dringend aufpassen. Aber es ist okay. Just a bit longer. Ja, kommt her, ihr. Zwei, eins, das ist okay. Need to press. Why do I bother? Aber ich sollte jetzt wirklich Heilung finden. Als nächstes kriegen wir Gold, das ist sehr schön. Ich hoffe, ich überlebe das. Das war einfach zu viel. Ich dachte, wir haben am Anfang uns so schön durchgeschnetzelt. Also es geht super. Es ist ein bisschen natürlich anders als... Ich weiß nicht mehr, was wir hier bekommen, aber wir gehen auf jeden Fall hier rein, wo wir Geld bekommen. Denn ich muss mich... Oh, da hinten wäre noch eine Vase gewesen. Ich muss mich noch ein bisschen... Ja, das, Harpien-Staubwedelrang erhöht. Jawohl. So, und ich habe zwischendurch einmal Essen gesehen. Jetzt ist die Frage, versuchen wir das mit der Kiste? Ich will erstmal gucken, was aus der Kiste rauskommen könnte. Oh, Leben wiederherstellen. Okay, dann machen wir das. Und da ist ein bisschen Essen. Also das Ding ist einfach, ich glaube nicht, dass wir sterben werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Leben wiederherstellen, kann ich mir nicht entgehen lassen. Wir haben ein Pestproblem. Haben wir das? Come and get it. Sir. Dann, wo ist das? That's quite enough. Perfekt. Thank you, Father. Ja, guck mal, schon haben wir wieder fast volles Leben. Das hatte ich gehofft. Jetzt Tränen oder Edelsteine. Ich bin versucht, Edelsteine zu nehmen, weil ich ehrlich gesagt mein Leben gerne aufbewahren möchte für den Kampf gegen welche Harpie auch... Harpie sage ich schon. Welche Irinia auch immer. Deswegen... Manchmal treffe ich nicht richtig, weil das halt so ein Hieb ist. Okay. Mein. Jetzt wäre was zu essen mal wieder nicht schlecht. Dankeschön. Auf jeden Fall immer nur noch ein neues Leben. Perfekt wäre es natürlich, wenn wir jetzt nochmal was finden, aber die Wahrscheinlichkeit ist
Ist ja leider nicht sehr hoch. Wir müssen schon bei einem dankbar sein. Jetzt kriegen wir noch mal ein paar Tränchen. 20% mehr wegen dem Schwert. Hätte ja sein können. So, unten irgendwo. Da werden weitere kommen. Weitere unangenehme Dinge. Na, lass dich treffen. More souls, Vestigius. Bisschen Autsch. Au, 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 au. Voll in der Schusslinie von allem gestanden. Good. Hoffen wir auf einen Snack. Oder auf einen Laden, wo ich gleich ganz viele Münzen ausgeben kann. Das sollte uns auf jeden Fall... Oh, warte mal, hier können wir auf jeden Fall. Aber ich schaue erstmal, was kommt als nächstes. Extra Leben oder Geld ausgeben. Ich würde mich aber erstmal für Geld ausgeben entscheiden. Wurf. Oh, passiv. Oh ja, das wäre nicht schlecht, vor allem für 10. Chance des getöteten Gegner. Ich nehme mal die beiden hier. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Und dann würde ich sagen, geben wir erstmal Münzen aus. Zusatzleben ist schön. Super eigentlich. Aber wir wissen ja immer, was passiert, wenn wir so einen schönen Shop bekommen. Dann heißt es als nächstes gegen eine der Irinien kämpfen. Und da das bedeuten könnte, dass unser Kampf vorbei ist, machen wir doch lieber das. Wir nehmen hier das hier. Dann haben wir noch genug für das Zusatzleben. Oder eine Gabe von Hermes. Das würde auch gehen. Aber ich nehme dann das Zusatzleben. So, das maximale Leben um ein bisschen was gesteigert. Mehr geht leider gerade nicht. Dann gucken wir doch mal, wen wir haben. Oh, great. Na toll. If you're no god, you're nothing but a piece of trash, born into all of this. And you don't even want it. Polterer der Leidenschaft. Das ist die, die so durchdreht und dann diese komischen Ketten da, also diese, nee, nicht Ketten, diese Kreissägen beschwört. Yay. You seem to have me all figured out. And here I thought we were still getting to know each other. Well, you want to know what I want? Here, I'll show you. Nee, lass mal. She's getting angry. Right here. Ich muss dringend mehr aufpassen. Autsch. She's charging up. How's this? Ja, wie viel Leben haben wir noch? Okay. Wir kriegen die schon irgendwie. Hoffe ich. Oh. Theoretisch könnten wir versuchen, sie passiv mit dem Gift umzubringen. Also wenn alle Stricke reißen, dann bleibt es uns immer noch... Oh. Dann bliebe uns immer noch das, aber ich fürchte, wir werden einen Versuch werden wir... verlieren. Ready. Aber wir können es versuchen. Es wird aber nicht hinhauen. Dafür ist sie, hat sie leider noch zu viel Leben. Da haben wir dem Tod getrotzt. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich sie gleich besiegt bekomme. Könnte sie sich jetzt nicht beruhigen, weil sie uns ja schließlich einmal streng genommen umgebracht hat? Bleib du mal weg. Viel hat leider nicht mehr gefehlt. Schade, dass wir jetzt einmal Leben verloren hatten. Get out. Yeah, wow. Das ist nicht schlecht. Muss man schon so sagen. Okay, dann gehen wir mal eins... Warte, erstmal gucken, wie hier Vasen zerdeppern. Jetzt weiß ich leider gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe schon. Ich werde also im Nachhinein die Folgen zurechtschneiden. Ich sage jetzt einfach schon mal Dankeschön dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und
Macht euch dann noch einen flauschigen Tag und so. Wie gesagt, ich werde es im Nachhinein schneiden. Vielleicht sterben wir jetzt ja auch so schnell, dass ich gar nicht schneiden muss. Was ich echt nicht hoffe. Aber weiß man ja leider nie. So, ein bisschen Leben wiederhergestellt. Einkaufen könnten wir auch. Die Chance, dass Getötete gegen Objekte fallen lassen. 15%. Wir nehmen mal das hier, würde ich sagen. Und dann nehmen wir das hier. Wir haben ja sonst erstmal keine Verwendung für unsere Münzen im Moment. Going up. So. Als nächstes könnten wir uns eben zur Harpie vorarbeiten. Nicht Harpie. Quatsch. So Hydra. Ihr wisst schon. Jetzt deppern wir mal alles in der kleinen Hoffnung, dass wir Vasen finden, die kostbar sind. Weil mit Essen gefüllt. Streng genommen würde man das... Da kriegen wir Geld. Da kriegen wir eine Aussicht. Die verzichten wir einfach mal. Wir nehmen das Geld. Haben ja keine Wahl. Keine Gabe, die wir steigern können. Kein Power-Apfel, kein gar nichts. Uns ist gerade Schaden gemacht. Ich weiß es gar nicht so genau. Da geht's noch hin. Ah. Ja, das sind echt Mistviecher, ne? Und da ist Essen. Danke. Das war's aber noch nicht. Na, schade. Ich dachte, ich hätte... Nee. Jetzt. What do we have here? Geld haben wir hier, Zagreus. Geld. Und Heilung. Oh, danke schön. Darf gerne noch mehr werden. Wenn mein Glück es hier ganz besonders gut mit dem Essen meint, dann hätte ich da echt nichts gegen. Noch mehr Geld oder extra Leben. Ich würde mich aber diesmal fürs extra Leben entscheiden. On to the next one. Einfach, weil ich weiß, was uns bevorsteht. Und ich sehe aber der... Na jetzt, hier. Da wäre natürlich die Gabe jetzt zum Beispiel toll gewesen, wo wir einfach den Rüstungen 300% mehr Schaden zufügen. Die wären jetzt nur so dahingeschmolzen. Airphones. Dankeschön. Oh, nochmal. Ja, super. Und dann können wir gleich ein Brünnelchen, würde ich sagen. Ein Brunnen wieder einkaufen. Da vorne könnten wir auch Geld ausgeben. Dann nehmen wir aber, weil wir den Brunnen haben, nehmen wir stattdessen den Power-Apfel. Dann können wir vielleicht einfach entweder den Hieb steigern, dass wir mit unserem ganz normalen Angriff mehr Schaden machen. Als nur 90. Let's see what's in here. Okay, das ist gut. Das Passive ist super. Die nächste Gabe, das wäre auch schön. Wir können aber auch beides einfach nehmen. Payment in full. Die nächste Gabe mächtiger. Voilà. Yum. Yum, yum. Ja, ich nehme den Power-Apfel, weil ich auch weiß, was ich gerne steigern möchte. Von daher stellen wir uns den nächsten Gegnern. Was auch immer sie sein werden. You wretches. Die nerven ziemlich, finde ich. Ah, deswegen. Weil wir diese Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Lebens- und so Heilgegenstände fallen lassen. Deswegen darf ich mich gerade die ganze Zeit so sehr über Essen freuen. Ja, wo sind die anderen? Okay, die werden uns schon finden. Irgendwo müssen noch Gegner sein. Ich frage... Ah, da ist einer. Autsch. Okay, da erscheinen nochmal... Oh, ganz viele neue. Das ist ja super.
Ah, und noch die mit den komischen Werfen. Ja, wir verlieren gerade immer mal wieder ziemlich Leben. Aber wir dürfen steigern. Ablenken steigern oder aber... Ach so, das kann ich gar nicht. Okay, Spezialität, nächster Angriff. Dann nehme ich das hier, das Ablenken, dass das höher ist. Ist kraftvoller und ja. I'm honored. So, der Angriffsschaden ist höher. Das ist supi. Gucke ich nochmal ganz kurz nach leckeren Urnen. Da kommen wir nicht durch. Ja, da wäre wieder eine Kiste. 100 Münzen mache ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da zu viel Leben verlieren, ist mir zu hoch. Dionysos oder nochmal ein Power-Apfel. Ich nehme den Power-Apfel, weil es einfacher ist. Ich gestehe es. Aber mir ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass wenn wir jetzt irgendwelche großen, bösen Gegner bekommen, dass wir dann ein bisschen zu viel... Oh nee, nicht die Viecher. Oh, nicht ihr. Ihr seid so kacke. I'm fading. Mist. It's my last chance. Ich hasse diese Viecher. Die sind so ätzend mit ihrem... Mit ihren unglaublich vielen Geschossen. Ganz ehrlich, das sind so die, die ich, glaube ich, am allerwenigsten mag. Hier. Fresst Gift. Fresst Gift. Fresst Gift. Das ist halt ein bisschen anders. Nee, wir lassen es jetzt. Ach, Mist. So, die eine ist weg. Also, die andere da, die, au, die da in der Lava steht, ist echt... ätzend. Nö. Ja, je näher wir dran sind, desto schwieriger ist es. Ja, komm mal her, du blöde Kuh. Let's deal some death. Nicht noch, nein, nicht noch mehr von euch. Das ist ja furchtbar. Okay, ich fürchte, wir werden unser Ende finden. Ah, Hilfe. Nein. Lass das mal. Das. Oh nein. Okay. Dann halt nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Back again. Ich wüsste jetzt so gerne, wie lange ich schon aufnehme. Ich glaube aber, ich werde jetzt einfach die Folge an der Stelle beenden und das dann nicht schneiden. Hoffe ich. Ja. Dann packe ich das alles einfach in eine Folge. Ich glaube, das passt, weil wir am Anfang uns nicht unterhalten haben. Dann sollte das jetzt eigentlich ganz gut werden für eine Episode. Hoffe ich einfach mal. Ansonsten schneide ich es gleich noch ans Ende dran, wie wir hier uns ein bisschen umgucken. Also, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Hades. Bis dahin. Bye, bye.